Liebe Krötzinger, ja, es gibt sie noch, die Krötzinger Stadtkirche. Von hier oben auf der Kanzel sieht sogar eigentlich fast alles aus wie immer. Der Altar, die Kerzen, das Kreuz. Ein vertrauter Anblick inmitten einer Welt, in der nichts mehr so ist, wie es einmal war. Den Gottesdienst auf dem Bildschirm verfolgen, das können Sie hier bei uns in Krötzingen normalerweise nur, wenn Sie Eltern sind, die mit Ihren Kindern während des Gottesdienstes zur Videoübertragung ins Gemeindehaus gehen. Jetzt ist die Videoübertragung jedoch zur einzigen Möglichkeit für uns alle geworden, überhaupt am Gottesdienst teilzunehmen. Heute soll unser Blick jedoch nicht dem Prediger gelten, sondern dem Kreuz. Denn auch in diesem Krisenjahr ist es Karfreitag geworden. Und so begrüße ich Sie also auf diesem Weg zur Andacht an diesem Karfreitag, dem Tag des Leidens und des Todes Jesu, der für uns evangelische Christen der höchste Feiertag ist. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber biblische Texte hören sich in diesen Zeiten anders an als sonst. Ganz besonders auch die Leidensgeschichte Jesu, der wir heute gedenken. Die Geschichte von Jesus, der den Weg des Leidens wählt, der dem Leid nicht ausweicht, sondern ihm ausgeliefert ist. Der verraten wird, verspottet, geschlagen und schließlich getötet wird, auf grausame Weise am Kreuz. Die Passion Christi. In einer Zeit, in der uns Leid und Tod täglich vor Augen ist, in denen uns die Bilder von den Passionen dieser Welt nicht loslassen, ist da ein Gott, unser Gott, der nicht hoch über den Dingen im Himmel thront, sondern das tiefste menschliche Leid kennt und teilt. Der Karfreitag erinnert uns Christen daran, dass in der Mitte des christlichen Glaubens das Leiden steht. Die Passion. Oft haben wir das verdrängt. Unsere perfektionierte Welt konnte nichts recht anfangen mit dem Karfreitag. Kontrollverlust, ausgeliefert sein, das passte nicht zu der Welt, die wir wollten. Doch jetzt in dieser Zeit wird dieser Anblick von einem Gott, der mitleidet, zu einem tröstlichen Bild für uns. Der Gekreuzigte, das Symbol des leidenden Jesus am Kreuz, steht an der Seite derer, die unsägliches Leid erfahren. An der Seite derer, die Angehörige verloren haben und sich nicht mehr verabschieden konnten, weil ihnen der Zugang ins Krankenhaus verboten war. An die Seite derer, für die zu Hause kein sicherer Ort ist, für die, die kein Zuhause mehr haben. Stay at home, I wish I can, stand kürzlich auf einem Plakat eines Flüchtlings zu lesen. Bleibe zu Hause, ich wünschte, ich könnte. An der Seite derer, die ohne Schutzkleidung behandeln müssen und täglich dem Tod ins Auge sehen. An der Seite derer, die alles zu verlieren fürchten, wofür sie ein Leben lang hart gearbeitet haben. Jesus sucht die Gemeinschaft mit den Leidenden dieser Welt und ruft ihnen zu, selig sind, die dein Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. In Jesus am Kreuz, der dem Leiden ohnmächtig ausgeliefert ist, finden wir uns wieder in diesen Tagen, in denen unsere Welt außer Kontrolle geraten zu sein scheint, in denen wir dem Lauf der Welt hilflos ausgeliefert. Ja, wir haben vergessen, dass im Zentrum des christlichen Glaubens das Leiden steht. Wir haben es aus dem Blick verloren. Dabei ist das Kreuz ja das wichtigste Symbol der Christenheit. Auch in unserer Krötzinger Stadtkirche erkennt man das. Doch sehen Sie selbst. Thank you.
Schon von Anfang an gehörte auch die zerstörende Kraft der Natur. Das Chaos, das Tohuwabohu, wie es die Bibel nennt, zur Welt dazu. Aber Gott hat sich von Anfang an gegen das Chaos gestellt. Er brachte Licht in die Finsternis, die einst über der Erde lag. Er versorgte sein hungerndes Volk in der Wüste mit Manna. Er schickte Josef zu den Ägyptern, der sie vor der Hungersnot bewahrte, indem er Vorräte anlegte. Gott stellte sich seinen Geschöpfen an die Seite und ruft: Fürchtet euch nicht, wer im Finstern wandelt und wem kein Licht scheint, der hoffe auf den Herrn und verlasse sich auf seinen Gott. Papst Franziskus hat in seiner Andacht zur Corona-Krise die gegenwärtige Situation in der Welt mit der Geschichte von der Sturmstillung verglichen. Völlig unvorbereitet wird das Schiff von Jesus und den Jüngern von einem gewaltigen Sturm erfasst. Die Wellen werden gefährlich, das Schiff wird hin und her geschleudert. Die Jünger haben große Angst. Wird das Schiff untergehen? Herr, hilf, wir gehen unter, rufen sie Jesus zu. Er aber antwortet ihnen: Warum habt ihr Angst? Ich bin doch da. Liebe Krötzinger, Karfreitag erinnert uns daran, dass Jesus an unserer Seite ist. Er sitzt mit uns im Boot in stürmischen Zeiten, teilt unser Leid. Inmitten des Sturms ist Jesus da, wir sind nicht allein. Amen. Bevor wir nun zum Abschluss noch den Choral O Haupt voll Blut und Wunden auf unserer Orgel hören werden, lasst uns noch mit Worten des Theologen Dietrich Bonhoeffers beten und unter Gottes Segen in diesen Karfreitag gehen. Herr Jesus Christus, du warst arm und elend, gefangen und verlassen, wie ich. Du kennst alle Not der Menschen. Du bleibst bei mir, wenn kein Mensch mir beisteht. Du vergisst mich nicht und du suchst mich. Und so segne euch der barmherzige Gott. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden.